Eieieiei, was für ein Zugunglück. Das hat uns aber ordentlich erwischt. Was? Wir sind verletzt. Viel schlimmer ist doch, dass unsere Taschenlampe kaputt ist. Nee, unsere Fernbedienung. Unsere Fernbedienung, ihre Taschenlampe. Stimmt, haben wir die Taschen? Nee, die Taschenlampe haben. Doch, da. Und gar nichts mehr. Oh, ich kann aber draufhauen noch. Ach, guck mal, da ist sie doch. Oh, die Musik wird richtig creepy jetzt. Der steht doch gleich hier schon wieder irgendwo um die Ecke. Wenn es eins gibt, was schlimm ist, dann singende kleine Kinder, weißt du? Oh ja. Oder spielende kleine Kinder in Horrorfilmen. Aber das in dem Lied ist da wirklich so ein singendes Kind mit drin, so na, na. Ja, mit so einer gewissen Statik dazu, damit es noch so einen eigenen Effekt hat. Oh Gott. Oh, ist das die Tür? Ist das die Tür? Sag mal. Nee, das ist irgendein Treppen, oder? Nee. Geh nicht ins Licht. Na, wir müssen ins Licht. Ist das eine Leiter? Eine Leiter, eine ziemlich lange Leiter. Oh. Achso, ich dachte gerade, da kommt mir jemand entgegen. Nee, also nur... sie führt dich. Führt dich. Führt dich, führt dich. Roger, Roger. Wo kommt das noch her? Star Wars, ne? Das heißt, sie ist immer noch irgendwo? Ja, Roger, Roger, das waren die, Droiden. Ich wollte sagen, das waren diese blöden Droiden. Roger, Roger. 1, die im Alleingang den Film gerettet haben. Wir sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Nee. Roger, Roger. Roger, Roger. Waren meine Lieblings-Lego-Figuren damals. Diese kleinen Droiden. Ja. Gab nichts Cooleres als diese Lego-Figuren. Ich glaube, ich hab's noch nicht davon. Muss ich da raus? Okay. Oh nö, mein Controller vibriert. Der Bass. Hast du den Bass gehört? Ich hab ihn sogar gespürt. Boah, das sieht aber schon schick aus. Ja, das stimmt. Das erinnert mich ein bisschen an den DMC Reboot hier. Oh nein. Naja, das jetzt nicht mehr, aber... Ich habe das Gefühl, du musst rennen. Ich bin gerade auf die Knie gefallen. Hey, du hast deinen Hut verloren. Wie würde das jetzt aussehen, wenn du die Papiertüte hast? Wird das einfach... Oh, warte. ...einweichen? Ach, ich kann ihn zurückschleudern. Ach so, ich kann das wie im Fernseher. Ich kann die Welt manipulieren. Ah, okay. Ich muss das irgendwie drehen, dass es auf ihn... Yes! Großer, großer. Das sieht ein bisschen creepy aus. Nach links. Ah. Oben. Dann geh weg. Yes. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wieso du das jetzt auf einmal kannst. Vor 2 Sekunden konntest du es noch nicht. Weil wir jetzt Einsicht haben. Geh weg, Ständermann. Geh weg, du Schlendermann. Alter Schwede. Im Moment sieht das eher aus wie ein Genick. Okay. Das ist hier, von Hafen. Mr. Anderson, nein, wer ist denn nochmal? Der G-Man? G-Man, ja. Yes, haben wir ihn? Für den Moment vielleicht. Kriegen wir dann unser gelbjackiges Mädchen wieder zurück? Ist jetzt weg. Das ist ein Horrorspiel, es kann kein schönes Ende geben, weißt du? Nee, die holen wir jetzt garantiert was oben im Fernseher raus. Und dann schlendern wir da oben den Turm hoch und... Wir werden den Operator oder so. Oh, ich hab die Macht. In die Realität wird was von Star Wars gehört. Das ging schneller, als ich das jetzt erwartet hätte. Okay. Nice. Ist aber schon cool gemacht, also gefällt mir. Sieht schon sehr cool aus, auf jeden Fall. Oh, also haben so die ganzen letzten Sequenzen so auch mit dem Zug und allem, die waren schon sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also gerade jetzt so dieser Abschnitt mit dem Schlendermann, der gefällt mir. Jetzt mal rein in den
Roten Raum. Vor allem, weil es sich aber auch stark von dem abhebt, was davor war. Und definitiv. Vor allem auch vom ersten Teil, sage ich mal. Oh, wir haben das Achievement bekommen, der Fahle. Der also heißt Fahle? Der, ich habe gerade die Falle gelesen. Nee, der Typ ist einfach fahl. Oh, guck mal, das ist der Raum. Ach, können wir jetzt sie abholen? Yes. Wir retten dich. Aber jetzt können wir den Raum nicht gerade biegen, weil wir nicht am Fernseher sind. Aber der biegt sich so schon gerade, weil wir die Macht haben. Gerade so gerade gebogen. Den nehme ich mit. What is this? Spielzimmer? Ein Kinderzimmer? Antigravitationspuzzles? Nee, ich bin nicht schwerelos. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Alice im Wunderland oder sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, die Alice Madness Returns. Okay, da ist ein Auge über der Tür. Okay, da war auch ein Auge auf der Tür, auf der wir durch die wir reingekommen sind. Okay, und jetzt muss ich wieder an das Labyrinth denken. Oh, der Soundtrack im Hintergrund, das ist der Titelsong. Stimmt. Nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, das Labyrinth, den Film kennst du auch, ne? Ja klar. Mit David Bowie. Oh, cool. Guck mal nach links. Wusstest du, dass es von dem Labyrinth einen Manga gibt, der die Geschichte weitererzählt? Aber ich liebe die Lieder aus dem Film. Die habe ich tatsächlich nicht mehr wirklich im Präsent. Den muss ich mir irgendwann nochmal wieder angucken. Das ist richtig gut. Labyrinth ist super. Vor allem mit dem Typen, der da am Anfang, mit dem Zwerg, der da die Feen mit dem Insektenspray vernichtet. Der kleine Gnome, Zwerg oder was auch immer. Geh mal zweimal nach links. Also geh mal einmal nach links. Dann jetzt nach rechts. Hm. Hat auf jeden Fall einen komischen Sound gemacht. Hier ist auf jeden Fall keine Musik mehr. Ja, das stimmt. Achso, da geht's auf jeden Fall zur Musik. Okay. Und wenn du weiter nach vorne in den Dings reingehst, dann... Warte mal, kannst du die Tür zumachen? Ach so. Vorne die. Drück doch. Hast du dich gerade verbuggt? Ich hoffe nicht. Ja, nicht das erste Mal. Ich komm nicht mehr in der Tür raus. Doch! Ah, hab's gesagt. Das Let's Play ist vorbei, von Tür schlagen. Genau. Ne, ich glaube, ich kann die aber nicht bewegen. Ja, doch, doch, doch. Aha! Aber das sah jetzt so aus wie das einzige Objekt, mit dem man irgendwie interagieren könnte. Du hast vollkommen recht. Mach die Türen dicht! Hör auf, wieder aufzugehen. Bleib dicht. Nein, du sollst sie nicht ziehen, du sollst sie... Mach die Tür zu. Und du bleibst zu. Und sprinten! 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 Oder musst du sie raus? Also musst du. Nee. Musst du. Und wenn du hier jetzt entgegenkommst, quasi. Meinst du dem Bildschirm entgegen? Ja. Da ist nichts mehr. Das Emptiness, pure Emptiness. Okay, aber dann muss es ja irgendwas in der Richtung. Da oben sein. Ist auch ein Auge über der Tür, sehe ich gerade. Warte mal, da ganz hinten an der Wand ist auch ein Auge.
Vielleicht darf uns das Auge auch einfach nicht sehen und deswegen muss sie die Tür ziehen. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Oh, er kann sie nicht anfassen. Warum fasst er sie nicht an? Vielleicht musst du sie auch zuschieben und dann relativ schnell dran vorbei, sodass das Auge dich dabei nicht sieht. Och, drück doch, du bekloppter Junge. Macht nix. Ein bisschen traurig, dass du keinen Hut mehr hast, aber kannst du dir einen von den Hüten noch aufsetzen? Nein. Oh, Manu. Hast du denn jetzt auf dem Knopf, wo Taschenlampe und so drauf waren, noch irgendwas drauf? Nee. Ich halt's nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich mach das jetzt noch ein paar Mal und dann... Aber irgendwie kommt die Kamera immer ein bisschen näher, ne? Wenn ja, du guck da mal, ich mach das jetzt einfach nochmal ein paar Mal. Irgendwann dreht das hier am Rad wahrscheinlich. Wenn du jetzt aber schnell wieder nach links rausgehst, also dass du schnell diesen Glitch-Effekt wiederholst... Ja, kommt ja nicht. Also quasi immer von links nach rechts. Versteh es nicht. Ich reiz echt nicht. Was ist denn hier der? Warum muss ich doch in diese scheiß Tür und ich habe einfach eben. Der hat einfach nicht gedrückt. Nee. Was hat's mit diesem Schrank auf sich? Kann doch vorne da dran klettern. Macht irgendwie nichts. Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich reiß echt nicht. Ich sehe gerade auch nichts. Magst du mal eben googeln? Weil ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier 10.000 Mal im Kreis laufe, ich glaube, jeder vom PC hat schon gesehen, die haben alle schon erraten. Ach so, ist doch ganz eindeutig. Du musst mit der Fernbedienung gegen den Kopf hauen. Rall es nicht. Manchmal ist die Musik aus. Jetzt höre ich Rauschen. Okay. Die Idee ist, dass du immer durch die Tür gehst, wo der Song ist. Wenn du durch die Tür gehst, wo der Song gerade nicht ist, resettest du den Loop. Wow, guck jetzt an. Dann hätte ich es jetzt sowieso einfach geschafft, scheinbar. Scheinbar. Oh Mann, ja, danke fürs Nachgucken. Super. Mann, Mann, Mann. Ja, okay, hätte man drauf kommen können, ist aber ein bisschen obskur. Ja, dann wär's die Tür. Ja. Okay, okay. Ja, hey, sorry da draußen. Das ist eine... Dings... gewesen. Sah aus wie so eine Fischdose. Fischdose, meinst du da drüber, das Bild ist? Ja, die Tür. Achso, weil die so aufgedreht war. Gedreht, so. Ja. Achso, das war ich. Oh, ich dachte gerade, da hat sich doch irgendwas bewegt unter der Tür. Schon creepy. Hä? Achso. Du läutest. Hm. Das ist sie zugemacht. So, ich muss die... Ja, du musst durch die Tür, wo der Song ist.
Ja, es ist über die Tür da hinten rechts. Ja, musst du aufziehen. Ich kann nicht ziehen. Oh. Okay. Nee, warte, du kannst einfach schieben, glaube ich. Ja, aber dann gehe ich doch hier durch. Oder? Ja, aber du kannst die Tür da rechts, wo hinten rechts auch schieben. So resettest du. Ah, okay, nee, es ist einfach dann eine Animation. Sobald ich da gedrückt habe, macht das auch. Da kann man doch nicht mit rechnen. Man denkt doch, man geht dann durch. Nicht, dass er dann auf einmal eine Animation hat, wo er die Tür dann auch wirklich aufmacht. Naja, ich sag mal nix. So. Immer höher an dem Turm. Das ist der Fernsehturm, ne? Ja. Ja, ich glaube schon. Also zumindest haben wir uns da eben so dran geslidet. Ich sehe gerade absolut gar nichts. Ich sehe auch gar nichts. Muss ich jetzt wieder auf die andere Seite springen? Ich rechne stark damit. Ja, okay. Ach so. Ach, ich muss versuchen. Ah, okay, ich weiß. Oh, warte. Ja, kannst du vorher das Ding umschubsen davon? Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, aber ich würde schon damit rechnen, dass das hier so ziemlich das finale Areal des Spiels ist. Definitiv. Also ich glaube, wir haben den Slenderman geplättet. Ups. Was ist das denn? Keine Ahnung. Aber dieser Tower war ja schon die ganze Zeit irgendwie im Blickfeld Fokus. Immer mal wieder. Da wurde bestimmt dran vorbei. Ja, irgendwo links hier. Hier ist es. Wenn die Musik spielt. Also, du hast auch immer diesen leichten Grissel-Effekt um dich rum, wenn du die richtige Tür. Ja. Ach, ist der wirklich nur bei der Tür? Ich meine ja, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Nee, das auch. Oder? Ah, gut, das ist auch die richtige Tür. Scheiße. Bedump. Nein, nicht da rein! Nein, nicht da rein! Nicht! Ein Raum voller Puppen. Hey, Markus Kinderzimmer. Wow, what? What the? Oh, nur 6. Soll ich wieder raus hier? Was ist denn mit ihr passiert? Ich hab auch stark gealtert, oder? Hallo, 6. Kennst du mich noch? Darf ich deine Hand halten? Darf ich nicht? Soll ich irgendwas machen? Wahrscheinlich musst du ihr irgendwas bringen. Rufen! Oh Gott, ja. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Entschuldigung. Hallo, ich bin nervig. Hallo. Vielleicht musst du sie aus dem Raum rausrufen. Tut sie mir denn was? Oh Gott, ich muss nicht jetzt mit dem Hammer da die Spieluhr zerschlagen. Das einzige Ding, was... Wahrscheinlich ist sie jetzt unser finaler Boss. Oh nö, ich habe jetzt schon creepy Angst vor ihren Armen. Wenn wir sie umbringen müssen, ne, dann ist das Spiel für mich schon wieder... Darf ich hier nicht auf die Hand hauen einfach? Ich hau jetzt auf die Hand. Okay, ich habe die Spieluhr automatisch anvisiert. Oh. Oh Gott. Hey, das war jetzt... Oh mein Gott, nein, Fluchtsequenz!
Okay, nee, ich muss sie gar nicht lösen. Sie kommt von selbst. Alles klar. Oh nein. Ja, okay. Was? Achso, wahrscheinlich, weil ich eine Millisekunde mit Rufen verschwendet habe. Ja, ich hab's ja verstanden. Ja, ich glaube, du hast sie etwas wütend gemacht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Rein, rein! Hä, geh doch hoch! Oh, ist das mies. Oh, Alter. Alter Schwede. Ach, nicht. Ich glaube, das Teleportieren hat dich verwirrt, ne? Ja, ich renne gegen die Wand. Aber auch wirklich dieses Treffen von den Türen ist einfach echt mit das Schlimmste. Da renn, Weg kriegen. Rein, rein! Oh Gott. Ich glaube sie. Eigentlich müsste sie deine Tricks ja jetzt kennen, ne? Eigentlich schon. Six, wir sind doch Freunde. Ih, ihre Füße. Siehst du, dass wir die gebrochen sind oder so? So. Dankeschön. Muss ich da hinterher? Ich bin doch gerade in Sicherheit. Könnt ihr einfach hier bleiben? Na gut. Bin doch in Sicherheit. Wäre jetzt cool, wenn man ein bisschen Kontext hätte zu, warum sie jetzt so ist. Das liest du im Add-on-DLC Schieß mich tot nach. Keine Ahnung, das weiß man ja nicht. Das kriegen wir niemals hier raus. Wir haben im ersten Teil schon nichts erfahren. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ein bisschen mehr Kontext wäre schon cool. So, und gleich kommt sie durch die Tür, sobald ich das aufhab. Nein, sie ist da schon drin. Ach ja, ich muss es nochmal kaputt machen. Komm her. Oh. Ich glaube, du musst dich teleporten irgendwie. Du meinst, ich schreie auf der anderen Seite, geh durch den Teleporter und dann... Ja. Zack. Komm schon, dreimal ist Bremer recht. Einmal noch und dann ist sie weg. Ja, das ist die gute alte Game-Logik, ne? Dreimal draufhauen, oder was? Ja, das ist nur diese drei Runden quasi. Ich kann mich hier bewegen jetzt. Kommt doch jetzt irgendwie aus dem Nichts oder so. Das Vakuum. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Muss ich hier vielleicht durch? Ah, das war so klar. Welche Tür nehme ich denn? Ist hier auch noch eine Tür? Yes. Die kommt wieder auf der anderen Seite links raus, oder? Ja. Okay. Okay, so schnell bin ich nicht. Na okay, du musst sie rufen, bevor. Ich muss auf die andere Seite, dann noch auf die andere Seite und dann auf die andere Seite. Das muss erst mal... Stimmt, weil du hier vorne nicht hoch kannst. Ne? Genau. Schaffe ich es nicht jetzt auch schon? Offensichtlich nicht. Das hätte ich dir so sagen können, dass das vergebens ist. Einfach so mal mit dem Ellenbogen, Batz. Ups, falscher Knopf. Oder mit irgendwas. Ich weiß nicht, ob das ihr Ellenbogen war. Irgendein Bogen. Na komm, das muss es doch jetzt gewesen sein. Ich erwarte ja immer noch so diesen miesen Fadeout, so frei nach dem Motto, jetzt ist vorbei, weißt du? Haben wir die noch?
Ja, ich... Ein bisschen schade finde ich ja, dass diese Elemente, die hier einbauen, halt Taschenlampe, Fernbedienung und so, dass die immer nur in einem Abschnitt wirklich gebraucht werden. Ah, okay. Und nochmal in den Raum. Aber schreien finde ich ganz cool jetzt hier. Ja. So, what? Wieso ist meine Axt hinten? Die liegt da doch noch. Nee, die liegt da vorne. Okay. Rein. Scheiße. Ach so, ich muss auf der anderen Seite. Nee. Ich schrei erstmal hier. Das ist doch regel. Oder? Nee. Wo schrei ich denn? Schrei ich hier? Das wird nix. Okay, das wird nix. Hä? Ja, ich überlege gerade auch. Aber sie erst hier vorne hinzulocken? Ist doch ganz sinnig. Ne? Ui! Achso, wenn du sie... Oh, sie greift da durch. Ey, ich wollte gerade sagen, sie boxt jetzt aber auch durch die Türen durch. Also. Wie kriege ich meine Axt? Ich würde es aber erstmal hier... Was hat das mit diesem fliegenden Würfel auf sich, sag mal? Nix. Irritation. Ach, lecco mio muchacho. Ich krieg's nicht raus, ich krieg's nicht raus. Oh, 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 oh. Okay, der ist völlig am Rand, scheiße. Sagen, was war das denn gerade? Nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Also hier zu rufen ist eine dumme Idee, aber von ich hätte hier gerufen, um dann wenigstens die Axt schon mal zu holen. Aber ich glaube, dafür bin ich zu langsam. Es geht nicht. Die dreht voll am Rad dann sofort. Das sah aber schon gar nicht so schlecht aus. Sah aber auch nicht gut aus. Nee, oh Gott, das war gar nichts. Zack. Oh, wenn es nicht so schwer wäre, wenn es nicht so schwer wäre. Was? Sie hat einfach voll durch die Tür gebaut. Oh nee. okay, okay. Erst hier schreien, dann ganz schnell hochspringen. Das Ding nehmen. Oh, runter. Und da durch die Tür. So, bis hierhin haben wir schon mal. Jetzt schrei ich an der rechten Tür oben, oder? Wenn ich reingehe, dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nix. Ich glaube, du musst sie vorher von diesen hinteren Türen schon weglocken. Ich muss sie vorher erstmal wieder nach links unten schreien. Ja. Ah. Nee, das war gar nichts. Das war gar nichts. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ich hab's ja verstanden. Ach, diese Scheißecke hier. Ich muss genau diese Ecke treffen hier. Dann nehme ich mir das Ding. Dann schleiche ich mich. Und ich gehe hier wieder durch.
Dann schreie ich. Dann gehe ich nach oben rechts. Dann schreie ich hier. Und dann hau ich drauf. Im Grunde genommen ja simple Timing-Puzzle, so wie es aussieht, aber... Ey, simpel ist ja gar nicht. Echt ein sehr tightes Timing, würde ich mal sagen. Aber richtig heftig. Oh, ist sie gerade noch größer geworden? Die Perspektive ist größer geworden. So, jetzt komme ich. Meine Axt. Und ist mir egal, ob der Finger davor ist. Wenn wir jetzt zu Jason Voorhees oder sowas... Ach so, oh, ich kann sie weg. Geh weg. Das. Einmal noch, Friedhof. Lass mich. Das. Das hat schon... Irgendwie tut sie mir so ein bisschen leid, ey. Sie ist wieder klein. Pass auf, jetzt erwirkt sie uns gleich, so wie sie den armen kleinen... Gnom damals erwirkte. Tix? Tix, bist du das? Erinnert mich oh nein, oh nein, oh nein, nicht rennen, nicht rennen! Okay, in welche Richtung? Mich doch nicht mehr in welche Richtung? Einfach weg. Einfach weg, sagt er. Ach, was ist denn das für ein Geschwurbel? Oh Gott. Ja, das war doch, das war bescheuert. Das war richtig bescheuert wieder. Oh oh, das ist ein ganz beschissenes Timing. What? Oh, da muss ich drauf stehen bleiben. Irgendwie hat dieses Spiel aber auch ein echtes Problem damit, dass man keine Chancen für auch nur einen Fehler hat. Ja, es ist aber auch so mal... Musst du ganz schnell, dann musst du doch wieder ganz langsam. Es ist so ein bisschen Try and Error teilweise. Also wie ich das gerade verstanden habe hier, muss ich hier nämlich drauf stehen bleiben, bis ich näher rankomme und mich dann weiterkomme. Siehst du? Ja, aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt schon fast kein... Du musst auf das reagieren, was passiert, sondern du musst halt genau wissen, was passiert. Ja, definitiv. Hä, wieso kann ich nicht aufstehen? Komm schon. Ach so. Das musste sein. Oh oh. Wo machst du jetzt den Legolas? Legolas! You're better than us! Ziemlich hoch! Ziemlich hoch! Ich kann mich nicht mehr halten. Muss ich irgendwas machen? What? What? Betrayer. Hat sie uns gerade in den Tod geschickt? Yes. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, echt, es hackt. Yeah. Oh, geht noch weiter, okay. So schnell kriegt die uns nicht weg. Bin wir jetzt der neue Schlendermann? Das ist a good guess. Alter. Nee, wir sind der Schwurbelmann hier. Oh, es ist eklig. Innereien, immer rein in die Innereien hier. Lauf über das Hirn. Denk. Was ist das? Denk. Mach den Jimmy Neutron. Ins Auge gehen. Ah. Das ist mehr als eklig. Oh, ein Stuhl? Stuhl. Stuhl? Ein Stuhl auf Stuhl.
Muss aber noch ein bisschen wachsen, bis er diese Aufstieg aus dem Stuhl nochmal machen kann, weißt du? Und er ist gewachsen. Oh. Oh, ich glaube, du hast mit deiner Schlendermann-Theorie echt recht. Wenn er jetzt als nächstes einen Hut auf hat, haben wir uns selber umgebracht. Naja, immerhin muss er zwischendurch aufstehen, um sich neue Klamotten zu holen. Es sei denn, die wachsen mit ihm. Oh, warte mal. Das erklärt jetzt natürlich auch, warum sie uns nicht an die Fernseher lassen wollte. Zuerst. Stimmt. Rise of the Slenderman. Ja. Ich habe übrigens keine Ahnung, welches Ende wir jetzt bekommen haben. Ach, gibt's da verschiedene? Zwei, ja. Wahrscheinlich das schlechte. Das wahrscheinlich. Keine Ahnung, also das eine wird dadurch freigeschaltet, dass man alle von diesen Schatten findet, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele das sind haben. Oder so. Mit Sicherheit haben wir nicht alle. Aber das ist erklärt, hat das für mich jetzt gar nichts, muss ich sagen. Nö, ich fühle mich betrogen und verraten. Ja, eher glaube ich auch. Ein bisschen, ne? Das. Aber du hattest recht. Wo auch immer er den Hut gefunden hat. Vielleicht gehört er zu ihm. Wo hat er den Anzug her? Du weißt ja nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich meine, waren immer Schritte dazwischen. Glaubst du, dass er zwischendurch immer mal wieder aufstehen musste und pinkeln oder was? Klar, pinkeln, vielleicht mal eine Modeabteilung, mal ein paar Sachen kaufen. Na, na, na. Ach, ich mag diesen Song. Der ist irgendwie creepy, aber auch irgendwie cool. Ja, krass. Ja, also. Das also ich werde mir das andere Ende garantiert noch angucken. Ja, genau, bestimmt. Also schaut euch das bestimmt auch mal im Internet an. Im Internet, in dem Internet. In diesem sogenannten Internet. Was da noch für ein anderes Ende war, das kenne ich gar nicht. Aber spielt es auch. Spielt es auf jeden Fall auch selbst mal. Dann seht ihr, wie knallhart diese verdammten Timings sind. Also vor allem manchmal, dann greift der nicht oder sonst was und ach. Also dieses Trial and Error ist manchmal echt fies. Stimmt, das hat man ja gesehen, dass das relativ häufig nicht so lief, wie es sollte. Ich dachte gerade, es steht Cthulhu, da stand Cthulhu. Cthulhu. Das war Little Nightmares 2. Jo. Kurz, und? Knackig, gruselig. Wie hat's dir gefallen? Ich fand's sehr atmosphärisch. Im Vergleich zum ersten Teil? Ich hätte zwischendurch gerne den Controller aus der Hand gerissen, aber das, das ging ja jetzt nicht. Ich hätte zwischendurch gerne selbst den Controller aus der Hand gerissen. Aber so im Vergleich, ich weiß es nicht.
anders. Also ich fand im ersten Teil, da war irgendwie mehr... Naja, ich wollte gerade sagen, da habe ich die Story mehr verstanden, aber habe ich auch nicht, nee. Nee, der erste Teil war auch grotesk, aber in einer anderen Art und Weise, sage ich mal. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, aber beide auf jeden Fall sehr atmosphärisch, beide spielenswert. Definitiv, auf jeden Fall. Also können wir auch nur empfehlen, schaut es euch selbst an, spielt es, holt es euch. Es ist cool. Es ist halt auch wirklich ein schöner Nachfolger, muss man sagen. Ich habe keine Ahnung, was die Story auch nur ansatzweise bedeutet und wie man herausfinden kann, was dahinter steckt. Also muss man das da rein interpretieren? Gibt es da noch irgendwelche Bücher? Was ist der Sinn der Sache hier? Naja. Also zum ersten Teil gab es, glaube ich, einen Comic. Okay. Ja, und ein paar DLCs. Beim zweiten weiß ich es nicht. Vielleicht hätte man echt die DLC spielen müssen? Naja. Ich weiß auch nicht, ob der Junge, den wir jetzt im zweiten Teil spielen, der ist, der in den DLCs vom ersten Teil gespielt wird. Kann ja gut sein. Aber ist das dann so ein Kreislauf? So nach dem Motto, sie lässt ihn immer wieder fallen, er wird immer wieder zum Slendermann, dann lässt er sie wieder fallen, dann wird er wieder zum Slendermann. Ja, würde ich mal sagen. Der Epic Loop of Death. Also, ich meine, ich habe gerade mal geguckt, der Hauptcharakter aus diesem Spiel hat tatsächlich auch einen Namen. Oh, okay. Er heißt Mono. Mono? Woher weiß man das? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aus irgendeinem Entwicklerblock. Mono 6. Nee, ist irgendein Videospielmagazin, wo ich hier gerade gucke. Weil das kann ja eigentlich nicht, ich meine, das ist, du erfährst ja die Sachen nicht im Spiel. Also es ist auf jeden Fall keine Narrative wirklich dahinter, weil du eigentlich niemals wirklich, keine Ahnung, was hier eigentlich ganz geil wäre in diesem Spiel, wäre so dieses Environment Storytelling oder sowas. Das heißt, dass du da irgendwas mitnehmen kannst, aber du kriegst ja nur Sachen mit wie der Turm, die Fernseher, also der Fokus, der auch gerade für das Level relevant und wichtig ist, aber nicht diese Geschichte drumherum, was ist passiert, was passiert, also keine Ahnung, was war mit Six, wo kommt Six auf einmal her, was war mit ihr los? Na gut, aber nichtsdestotrotz. Okay, soweit ich das gerade hier beim Durchskippe, viele Leute vermuten, dass das ein Prequel zum ersten Teil ist. Tatsächlich. Deswegen hatte sie am Anfang ihren Dings nicht. Den Mantel. So. Aber das ist alles nur Fantheorien hier. Ja, gut, aber können drei Stunden sein. Mit befassen. Ich meine, im zweiten Teil, beziehungsweise im ersten Teil, da kommt doch auch diese Tür drin vor. Ja, stimmt. Und war das da nicht immer so, dass die Tür auch im Fernseher oder so aufgetaucht ist und sie immer aber versucht, das zu meiden? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ich glaube, wir müssten nochmal... Wir haben hier auf dem Channel so ein Let's Play vom ersten Teil. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal reingucken. Genau, den können wir uns alle nochmal reinziehen und dann sind wir alle schlauer. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich sind wir danach alle nur ein bisschen psychisch labiler. Also solche Sachen leben einfach davon, dass nichts erklärt wird, finde ich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das muss man auch gar nicht verstehen. Die Atmosphäre in jedem einzelnen Aspekt war ja immer, immer und immer super. Also von daher. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt wieder Bock, vielleicht selbst nochmal den ersten Teil zu spielen. Und ja, wir sehen uns mit Sicherheit in dem nächsten Let's Coop. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Coop on.